Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist soweit, es ist Primark Time auf YouTube. Yeah. Ihr wisst ja schon lange, dass ich ja auf Lila, Blau, Glitzer, auf diese auffälligen Farben ja total stehe. Und dieses Lipgloss mit diesen Glitzersteinen, das musste ich mir einfach kaufen, denn das war eigentlich so wie ein Magnet, hat mich das so hingezogen. Und ich habe mir zwei gekauft, allerdings waren leider, hoppala, waren leider nur zwei Stück. Das heißt, eines in Violett, ich komme ein bisschen näher. Und zwar dieses Set kostet 4 Euro, da hast du Lip Liner, Glitzer und Lipgloss. Also zuerst gibt man sich Lip Liner, Lipgloss und dann dieses Lipgloss. Dieses Lipgloss ist so ähnlich auch wie ein Topcoat, der das Ganze noch einmal alles versiegelt. Und ich muss euch sagen, ich bin mit diesem Ergebnis mega zufrieden. Das ist jetzt ganz, ganz neu bei Primark. Und wie gesagt, es waren leider nur zwei Farben, und zwar das Lilane und dieses Weiß-Silber-Graue, und zwar auch 4 Euro. Leider waren nur diese zwei Farben. So, beginnen wir mit den nächsten, und zwar habe ich das schon wirklich lange, lange gesucht. Und zwar ist das dieser Haarreifen für Schminke. Ich werde ihn aber jetzt, glaube ich, auch gleich einmal aufsetzen. Ich habe mal gedacht, ich lasse das jetzt heute mal so oben. Ich finde diese Haarreifen wirklich mega schön. Die sind ja für Schminken gedacht, dass die Haare nicht im Gesicht fallen. Aber ich finde sie auch so wirklich mega schön. Das hat gekostet 5 Euro. So, übrigens, meine Nase ist heute ein bisschen sehr rot, denn ich bin noch immer verkühlt. Und auch der beste Abdeckstift hat es nicht geschafft, es zu abdenken. Aber ist doch egal, wir sind hier alle mal krank und wir können keine Wunder zaubern. So, beginnen wir mit dem nächsten Stück. Und zwar ist das ein, das ist so ähnlich wie ein mattierender weißer Puder. Und zwar heißt er ganz lustig Paparazzi, finde ich wirklich lustig. Und zwar finde ich das super jetzt für den Sommer, zum Schluss zum Abdecken, why not? Dann habe ich wieder mal ein super, super tolles Schnäppchen gefunden. Und zwar sind das diese Trolleys. Ich habe ja davon auch ein Haarspray, den habe ich schon ein paar Mal auch oben raufgegeben auf die Haare. Und zwar, das sind so Trolleys, das sind so verschiedene Farben, und zwar das ist für die Haare. Und das hat gekostet 50 Cent auf 2 Euro. Und darum habe ich mir genommen Silber und einmal in Pink. Auf jeden Fall werden wir das auch gemeinsam testen. Ich werde überhaupt einmal diese Sachen und diese Sachen, da werde ich ein extra Video machen, denn mich interessiert das nämlich auch, wie schaut denn das aus auf einen dunklen Lippenstift. So, und dann habe ich das nächste Schnäppchen, was ich gefunden habe. Ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Lipgloss, aber da habe ich falsch gedacht. Hat gekostet auch nur 50 Cent, und zwar ist das ein cremiger Eyeshadow. Und zwar die Farbe ist wirklich, wirklich wunderschön. Dann habe ich auch eine tolle Farbe gefunden, so für tagsüber. Und zwar ist das auch ein wunderschöner Nudeton. Und zwar, der hat aber gekostet Regulärpreis 2,50 Euro. Dann, was ich wieder ein tolles Schnäppchen gefunden habe, und das gefällt mir so gut, das ist so lieb, und zwar ist das ein Kamel. Und zwar hat der von 4 Euro auf 1 Euro gekostet. Und zwar ist das eine Kerze. Schade, dass es nur ein Stück noch dort war. Sonst hätte ich mir zwei gekauft und hätte das so im Regal hingestellt. Dasselbe war ja auch bei diesem Eihorn. Das ist ein Kerzenständer, also Halter.
Da war auch leider nur ein Stück zu 1 Euro. Echt schade. Übrigens habe ich diesen YouTube-Button nicht von Primark, sondern vom Teddy. Und der war ganz günstig, 5,90 €. Der leuchtet auch im Dunkeln. Also es ist so ein LED-Licht mit Batterien. Wenn ich es jetzt einschalte, ist es zu grell. Darum werde ich euch jetzt ein Foto einblenden, damit ihr sehen könnt, wie schön das ist. So, wir kommen zum nächsten Stück und zwar echt cool, dass ich auch sowas im Primark gefunden habe. Ihr wisst ja, dass ich Haarschmuck sehr, sehr gerne mag und wenn es so auffällig ist, why not? Und das hat gekostet 3 € und sind 4 Stück dabei. So, das nächste ist, das ist so wie eine kleine Mappe und zwar kann man da Foto aufhängen. Oder sogar ein paar Notizblätter, also je nachdem. Und davon habe ich mir geholt gleich zwei. Und den Preis 50 Cent, da kann man wirklich nichts falsch machen. Und im Notfall kann man es ja noch immer schenken. Und ich finde die mega, mega super, denn ich verwende meistens zwei oder drei für mich selbst. Eines verwende ich meistens, wenn ich Gäste bekomme. Und eine verwende ich, wenn ich im Badezimmer die Fliesen putze. Es gibt nichts Besseres, die Wasserrückstände, Kalk etc. mit so einer kleinen Bürste, ein bisschen Ziff und der ganze, ganze Dreck geht runter. Es sind viel besser, diese kleinen Bürstchen, als Schwämme oder große Bürste. Mit denen kommst du wirklich, wirklich überall in den Fügen, also überall kommst du damit rein. Also das kaufe ich immer und die sind auch sehr, sehr weich. Also mein Zahnfleisch freut sich, ich freue mich auch um den Preis. Ja, so kann man nichts meckern. Dann habe ich mir geholt, wie letztes Mal, diese wunderschönen Steinchen. Ich komme ein bisschen näher. Die kosten 2 € und ich finde, die kann man wirklich immer gebrauchen oder in Kasten haben. Denn Fasching oder Schmink-Challenge kann man sie wirklich immer gebrauchen. So, dann habe ich etwas gefunden, was ich wirklich mega, mega schön finde, diese Farbe. Ihr wisst ja, dass ich Blau liebe. Und zwar ist das ein Glitzer Liquid Eyeliner. Der war nicht verbilligt, der hat gekostet 2 € und ich werde auf jeden Fall auch einmal einen Look damit zaubern. So, dann habe ich mir dieses Mal nicht so viel Schminke gekauft, denn ich habe dieses Mal mehr Shirts gekauft, denn es ist Sommer und man braucht vieles Shirts auch so ab und zu zum Abwechseln. Also dieses Shirt, was ihr jetzt seht, das ist von Primark, hat gekostet nur 3 €. Dasselbe in den, also in derselben Form. Habe ich auch bekommen für 3 € und ich habe mir überlegt, dass ich euch die Shirts einfach so am Bett aufstelle und dass ihr das einfach seht, denn so, wenn ich das euch so zeige, seht ihr nicht viel und darum werden wir das so machen. Und jetzt zeige ich euch noch etwas, was mir wirklich, wirklich so gut gefällt, wo ich sage, warum habe ich nicht ein zweites gekauft? Leute, schaut mal. Das ist so schön. Was sagt ihr dazu? Ja, ist das nicht schön? Also mir gefällt das super und ich hoffe, ich kriege noch ein zweites. So, jetzt kommen wir zu diesem Shirt, das ich euch gesagt habe. Das kostet nur 3 €. Ich finde die Härchen und die Motive wirklich sehr, sehr schön. Kurzärmlich, dann das da war auch in Angebot. Santa Monica gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und zwar ist das eines mit bisschen längeren Ärmchen. Dann habe ich hier ein wunderschönes Schnäppchen gemacht. Und zwar kann man sagen, ist das so wie eine Bluse. Auch wieder, die Ärmchen sind kurz. Und das hat gekostet nur 2 €. Dann, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Hat gekostet 5 €, aber ich finde diese Träger mit diesen bis zur Hälfte so geschnitten wunderschön. Ich weiß nicht, die Farbe schaut irgendwie so anders aus. Das ist ein wunderschönes Türkis.
Ja, und dann kommen wir zum letzten Produkt. Das ist ein T-Shirt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Hat gekostet nur 3 Euro. Ja, und hinten hat es so, so geschnittene Rillen. Also finde ich wirklich schön. Also ich habe das alles fast so circa, ja, die 10 Euro bezahlt. So, wir schalten jetzt wieder um. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Also ich habe für diese Shirts, die alle am Bett waren, habe ich grob gerechnet um die 15 Euro bezahlt. Wobei ich mir denke, oft kostet ja ein T-Shirt nur 10 oder 15 Euro. Und das T-Shirt mit die Herzchen und dieses, was ich jetzt anhabe, diese um 3 Euro, werde ich mir nächstes Mal noch 4 kaufen, dann zahle ich 12 Euro. Aber ich finde, die sind wirklich schön vom Material und diese Motive gefallen mir so gut, ja, das ist so richtig meins, was mir so gefällt, dass ich mir das nächste Mal noch ein paar kaufen werde und die stehen mir auch wirklich total, also mir gefällt es wirklich super. So, jetzt kommen wir zum letzten Produkt, was auch wirklich das teuerste Produkt war, aber ich habe es wirklich schon lange, lange gebraucht und zwar ist das ein Pinselset. Dieser Pinselset ist in einem wunderschönen Etui und zwar kann man das hier auch zumachen, man kann das auch abtrennen. Dann kann man das so zu den Kosmetiktisch hinstellen. Also, und man kann natürlich auch in der anderen kann man jetzt auch noch was anderes reingeben, wie Eyeliner oder irgendetwas. Also man kann sich mit denen wirklich mehrere Möglichkeiten hätte man. Und ich muss euch sagen, diese Pinsel fühlen sich auch wirklich stark und stabil an. Super, jetzt ist mir wieder schon was runtergefallen. Und zwar sind da 11 Pinsel. In dem Fall es sind jetzt nur 10, weil mir eins runtergefallen ist. Aber es hat wirklich alles von Foundation, dann Kleinfoundation, Eyeliner, Lipgloss, Puder, Bronze. Also es hat wirklich alles und hat gekostet um 10 oder 11 Euro. Müsste ich beim Kassabon nachschauen. So, meine Lieben, ich bin mit meinen XXL Primark Haul fertig. Wenn euch irgendetwas von den Sachen gefallen hat oder ihr sagt, ich habe auch so irgendetwas, dann schreibt es mir nach unten bei die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag oder je nachdem, wann ihr einschaltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.